Hallo, hier ist Markus Hab. Ja, heute habe ich eine ganz ermutigende Botschaft, wo ich ein Update geben will, was in den USA wirklich an bahnbrechenden Dingen passiert, von Aufdeckung, von Skandalen, von Betrug. Und das ist sehr, sehr ermutigend auch für Deutschland. Heute ist der 15. Juni. Wir haben noch etwas über 3 Monate bis zur Bundestagswahl, was ich glaube, was eine Schicksalswahl wird für Deutschland, auch für Europa. Und bevor ich einsteige, nochmal herzlichen Dank für jedes Like, was die Videos verbreitet und für dein Abo meines YouTube-Kanals, damit du keine Videos verpasst. Am Anfang möchte ich ganz kurz einen kleinen Werbespot geben. Wenn du unsere Arbeit unterstützen willst und auch dich selbst aufbauen willst im Glauben, weil wir brauchen starken Glauben in diesen Krisenzeiten. Wir brauchen Mut, unsere Stimme für die Wahrheit zu erheben und auch zu kämpfen für die Zukunft unseres Landes und auch des Volkes in Deutschland und der Nationen, die hier sind. Also wenn du uns unterstützen willst und wenn du dich trainieren willst mit vielen der besten Lehrer der Welt, international anerkannte Lehrer, dann geh doch mal auf meintraining.vhx.tv. Diese Plattform haben wir die letzten 4 Wochen aufgebaut. Und wir haben jetzt schon Rückmeldungen von begeisterten Abonnenten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, die sagen, es ist sagenhaft, welche Fülle an Weisheit und Lehre hier drin ist. Über 40 Kurse von international anerkannten Leitern und aus unserer ISCD-Bibelschule Kurse, wie man Gottes Stimme hört, über Leiterschaft, über Entwicklung von Vision, über Islam verstehen, über messianisches Modul, die Wurzeln des Neuen Testaments im Alten Testament, über Zellgruppengründung, Hauskreise aufbauen, Gemeindegründung, Evangelisation, ja, auch wie gründet man Firmen. Geh auf diese Plattform, sie kostet nur 11,90 € im Abo pro Monat und Jahresabo nur 120 € inklusive Mehrwertsteuer. Und du kannst dort studieren mit international anerkannten Lehrern und deinen Glauben trainieren, deine Gaben, deine Berufung entdecken, weil Gott will, dass wir Einfluss nehmen auf unsere Generation. Und dieses Geld der Abonnements geht direkt in Christus für Europa und den Aufbau unserer Fernseh- und Medienarbeit. Ich werde jetzt die nächsten Tage ein Video hochladen und werde mal unser Büro zeigen und das Fernsehstudio nebenan, was wir also gerade vorbereiten, wo ich verschiedene News-Sendungen und Formate über geistliches, christliches Leben, aber auch über biblische Weltanschauung und über Gesellschaftspolitik bringen will. Also, jetzt will ich mal durch meine Notizen gehen. Fakten und Wahrheit zählen. Jesus sagt in Johannes 8, 31 bis 36, wenn wir ihm nachfolgen und wenn wir in seinem Wort bleiben, das ist das Evangelium des Reiches der Himmel. Lehre über alle wichtigen Bereiche finden wir in der Bibel. Dann, sagt Jesus, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Es ist so viel Lüge und Verführung in der Welt und wir brauchen Wahrheit. Jetzt kommt es mir so vor wie die Ruhe vor dem Sturm. Alle Parteien, CDU, SPD, Linke, Grüne, präsentieren sich im besten Licht. Aber wenn wir die Früchte sehen der letzten Jahre, ich habe ein Video darüber gedreht, dass es hunderttausende Zombie-Unternehmen gibt, die illiquide sind, die zahlungsunfähig sind. Und die vielen, vielen Konkurse und Bankrotte sind eine bittere Frucht der Politik unserer Regierung. Und wir müssen aufwachen und Unterscheidungsvermögen haben, welche Partei wir wählen am 26. September 2021. Wir müssen die Werke der Hölle unterbrechen und für Wahrheit und wahre Fakten stimmen. Echte Fakten zählen.
Und wir brauchen Offenbarungswissen und Unterscheidungsvermögen, welche Partei eine Alternative für unser Land ist, die wirklich für christliche biblische Werte eintritt, gegen Abtreibung, gegen Gender Mainstreaming, ja, für geschützte Grenzen, gegen radikale Einwanderung, wie das ein George Soros will und auch die CDU, die SPD und die Grünen. Ja, dass eine Einwanderung kommt, eben unkontrolliert, auch aus muslimischen Ländern. Und das haben wir durch die Flüchtlingskrise 2015 erlebt. Ja, und mittlerweile haben wir ein Sicherheitsproblem in Deutschland. Aber jetzt will ich aus den USA einiges Ermutigendes berichten. Der Gouverneur Newsom aus Kalifornien, ich habe eine große Familie in Kalifornien, es wurde ein Gesetz gegen ihn erlassen, dass er christliche Kirchen nie wieder einschränken darf, keine Gesetze mehr machen darf, die Gottesdienste und christliches geistliches Leben und auch Lobpreis und Anbetung und Gesang eben einschränken machen darf. Das heißt, jetzt ist völlige Religionsfreiheit durch Gesetze garantiert. Und er ist ein sehr liberaler Demokrat, der antichristliche Gesetze erlassen hat. Und das ist ein Durchbruch, der durch Mario Morillo, durch Konferenz mit tausenden Pastoren erzielt wurde. Die Pastoren und Gemeinden in den USA sind zu zehntausenden Gemeinden aufgestanden in demokratischen Bundesländern und haben gegen Lockdowns demonstriert. Und ein wunderbarer Durchbruch ist, dass 13 Gouverneure in den USA jetzt Gesetze erlassen haben, langfristig gegen Impfpässe. 22 US-Bundesstaaten haben alle Abstandsregeln und alle Corona-Lockdowns beendet für Unternehmen, für Firmen, für Gemeinden. Und das ist passiert durch konservative Christen und Bürger und zehntausende Gemeinden, die aufgestanden sind. Eine weitere positive Nachricht ist, dass tausende Rechtsanwälte jetzt die WHO verklagen wegen Verbrechen gegen die Menschheit, dass sie aufgrund von falschen Fakten eine Pandemie weltweit ausgerufen haben. Ich sehe jetzt wieder Flashpoint und Victory News Channel. Ich werde jetzt diese Woche noch weitere Videos machen und darüber informieren, weil wir schlafen in Deutschland noch weiten Teils. Und eine der schlimmsten Sachen ist, dass Gemeinden und Christen und sagen, ja, es kommt, wie es kommt, und dass wir lauwarm sind. Wir brauchen jetzt einen starken Glauben im Juni, Juli, August, September, dass wir mobilisieren. Und ich habe ein Video gebracht, wo ich gesagt habe, es ist sehr bedauerlich, dass Alice Weidel jetzt in die erste Reihe getreten ist. Ich bete, dass die AfD Buße davon tut. Und wenn sie Deutschland wirklich lieben, dann müsste Alice Weidel zurücktreten in die zweite, dritte Reihe. Weil wenn wir Gott ehren und Gott ist für Ehe zwischen Mann und Frau, wir müssen eine Gottesfurcht haben, die Bibel sagt, die heilsam ist, weil durch Gottesfurcht meiden wir Sünde und das Böse. Wir brauchen in Deutschland den Segen Gottes und Durchbrüche. Viele haben mir geschrieben, ja, wen kann man wählen? Die AfD ist in der bürgerlichen Mitte und es ist eine Lüge der Linken, eine Lüge derer, die unser Land verkaufen wollen an das Weltwirtschaftsforum eines Klaus Schwab, ja, an eine Agenda für offene Grenzen, wo alle hineinkommen können, dass jeder kommen kann und in wenigen Jahren dann Staatsbürgerschaft haben will, kann. Das ist die radikale Agenda der Grünen und die sind genauso wie die linksliberalen und neomarxistischen Demokraten von Joe Biden. Und die AfD ist sehr ähnlich mit den Republikanern.
Ich habe ja ein Buch beworben, warum Christen AfD wählen. Du kannst das bei uns bestellen, weil sie für christliche Werte sind, die Verfassung, unser Grundgesetz zu schützen. Und ich glaube, dass die meisten, auch jetzt in Sachsen-Anhalt, 22%, die AfD gewählt haben, sind Mütter und Väter, Leute des Mittelstands, die besorgt sind um die Zukunft Deutschlands. Und das können wir mit Recht sein. Es kam eine Prophetie in den USA, dass ein kraftvoller Sturm sich zusammenbraut, die korrupten Eliten aufzudecken und rechtmäßige Leiter wieder einzusetzen. Jetzt am 19. Juli kommt ein bahnbrechender Film raus, den Mike Lindell rausgebracht hat, über die Aufdeckung des Wahlbetrugs am 3. November, wo Donald Trump mit Hunderttausenden Stimmen in den sogenannten Swing States geführt hat und dann, also in Pennsylvania mit 500.000, 600.000, 700.000 Stimmen, in Georgia, Michigan, Arizona. Und diese Aufdeckung läuft, ihr Lieben, und zwar wie nie zuvor. Und ich habe jetzt gehört von Victory News Channel auf Flashpoint, dass die gesamte konservative Bewegung, Donald Trump hat 75 Millionen Stimmen bekommen und wahrscheinlich ohne alle Betrügereien über 85 Millionen. Und es gab so viele Propheten, die gesagt haben, Donald Trump hat von Gott zwei Terms. Und viele sagen jetzt, wir glauben, dass dieser Betrug dieses Jahr noch aufgedeckt wird und dass illegitime Leiter und ein Präsident Joe Biden, dass das aufgedeckt wird. Und dafür beten wir und dass Donald Trump wieder eingesetzt wird als von den Amerikanern rechtmäßig gewählter Präsident. Es geht hier auch in erster Linie, sagen die Amerikaner im ganzen Land, die dafür kämpfen, nicht um rechts oder links, sondern es geht um richtig oder falsch. Wenn Wahlbetrug stattgefunden hat, dann muss es aufgedeckt werden. Eine weitere neue gute Nachricht ist, dass Facebook keine Posts mehr blockiert, die sagen, die Corona-Pandemie war menschengemacht. Mittlerweile gibt es Beweise, dass der Coronavirus in den Laboratorien von Wuhan entwickelt wurde. China hat alles getan, Beweise zu vernichten. Anthony Fauci, es gab Prophetien im März, April, ich habe darüber damals Videos gebracht, dass Prophetien gesagt haben, es ist eine Ratte im Weißen Haus, die Donald Trump falsch berät, die eine falsche Panik schürt, wegen einer Pandemie, ja, und dass eben eine Massensterblichkeit wäre, die nie stattgefunden hat, weder in Deutschland noch Europa noch in den USA. Und jetzt ist bewiesen, dass Anthony Fauci in einer Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern in Wuhan war und gelogen hat und falsche Berichte im Weißen Haus und den USA verbreitet hat. Also Facebook ist so unter Druck und wird jetzt also Posts nicht mehr blockieren, die hier über Wahrheit reden. Es kamen weitere Worte, wir brauchen jetzt Glauben und Ausdauer. Alle Beter und Hände sind an Deck nötig. Und das ist auch in Deutschland. Wir müssen beten, dass Unterscheidungsvermögen, welche Partei für eine gute Zukunft Deutschlands und gegen Globalismus, gegen einen EU-Superstaat ist, welche Partei dafür ist. Und das ist Bündnis C. Aber diese christliche Partei hat die Chance, 0,23% zu bekommen. Oder auch viele sagen, die Basispartei. In Sachsen-Anhalt haben 10% die Alternativparteien, 30, 40 Kleinparteien gewählt. Und 10% wurden verschenkt. Und wir müssen dafür aufstehen. Bete um Unterscheidungsvermögen. Die SPD ist weit links. Auch die CDU ist nicht mehr eine Partei der Mitte.
Sie sind für Globalismus, sie verkaufen Deutschland für offene Grenzen, für den großen Umbruch, für Gender Mainstreaming, für Abtreibungsgesetze, für Veränderung unserer Sprache, ja, das alles für Gleichheit ist. Und die Mehrheit ist gegen Gender Mainstreaming und quer und gleichgeschlechtliche Ehen. Aber die Partei der CDU ist Gleichbehandlung aller Menschen, Herabsetzung des Wahlalters. Die Grünen haben über 1000 Änderungen ihres Wahlprogramms. Das zeigt, dass sie überhaupt keine klare Linie verfolgen. Und sie wollen ihre Fahne nach dem Wind hängen vor der Bundestagswahl. Aber sie wollen Deutschland verkaufen, dass in ein paar Jahren, wenn du dich Deutscher nennst, du Rassist bist oder Italiener oder Franzose, sondern dass du sagst, ich bin Weltbürger. Und darum geht es bei der Bundestagswahl, ihr Lieben. Also wir müssen uns vorwärts bewegen. Eine Prophetie in Amerika am 11. April 2019 sagte, gegen Abtreibung, dass darüber Gericht kommt, über Nationen, weil es ist unschuldiges Blutvergießen, hörst du den Herzschlag der Ungeborenen im Mutterleib. Es ist der Herzschlag Gottes. Und jetzt in Dutzenden Bundesländern stimmen sie, dass Abtreibung verboten wird, weil der Herzschlag der Babys ist Leben, das Gott geschaffen hat im Mutterleib. Und dieser Herzschlag ist etwas, was Gott als Leben geschenkt hat, in seinem Ebenbild geschaffen. Ja, also es ist sehr, sehr ernst, was passiert. In Amerika wurde jetzt gesagt, wir haben nicht nur einen kurzfristigen Kampf, sondern eine Kampagne von Kämpfen, Amerika zurückzugewinnen. Und wir haben eine Kampagne jetzt, eine Serie von Kämpfen für Deutschland, die wir kämpfen müssen im Gebet. Unsere Gebetsbewegung, auch unsere Gemeinden in Deutschland. Wir müssen beten, dass die 60% Christen in unserem Land, die noch in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, in den Freikirchen sind, wie ich auch, wir müssen aufwachen. Und wir müssen, die Namenschristen sind, du musst zu Jesus Christus kommen und ihn annehmen. Jesus ist am Kreuz gestorben zur Vergebung unserer Sünden, dass wir ewiges Leben haben. Und wenn wir Jesus annehmen, wir haben 2021 nach Christus, Jesus ist der Herr der Herren und der König und wahrhafte Herr über Deutschland. Und wir müssen Deutschland ganz neu Gott weihen. Und ich habe in der lutherischen Kirche Jesus als meinen Herrn angenommen. Und dann wirst du von Neuem geboren. Und die klügste Person des Universums, der Heilige Geist, füllt dich. Darum ist es so wichtig, dass wir keine Namenschristen sind, sondern dass wir Jesus annehmen als unseren Herrn und der Retter. Und dann reinigt Gott dein Herz von aller Sünde und Schuld. Du empfängst ewiges Leben. Der Heilige Geist nimmt in dir Wohnung. Und unsere Augen müssen geöffnet werden für die wahre Agenda der CDU, der SPD und der Grünen. Und sie verkaufen unser Land für eine antichristliche Agenda, für antichristliche Werte. Ja? Und wir brauchen eine Trendwende in unserem Land. Die einzige Alternative, die wie die Republikaner für die Werte der Verfassung sind, für die christlichen Werte, die AfD ist gegen Abtreibung. Das ist lobenswert, ihr Lieben. Das ist sehr lobenswert und ehrenwert. Und sie sind gegen Gender Mainstreaming. Sie sind gegen LGBTQ, diese gleichgeschlechtliche Ehe, und gegen Homo und Lesben und Querbewegung. Die Mehrheit unserer Bevölkerung ist dagegen. Und dies wollen die Linken und die Grünen in unseren Schulen 11-, 12-, 13-, 14-Jährige lehren.
Ja? Die Grünen sind für Wahlrecht bis 14. Jetzt haben sie es wieder zurückgenommen. Aber wenn die Grünen an die Macht kommen würden, dann bringen sie Kinder dazu, ja, ihr Geschlecht zu vertauschen, quer zu werden und zu wählen. Und dann wollen sie Moslems aus allen verfolgten Ländern des Islam aufnehmen. Und das ist brandgefährlich für unser Land. Wir müssen jetzt aufstehen. Wir brauchen eine Kampagne, wo wir beten, dass Gott sich Deutschland erbarmt. Wenn alle 60% Christen, die sich Christen nennen, Katholiken, Lutheraner und Freikirchen, aufstehen und sagen, genug ist genug. Wir wollen nicht, dass die Altparteien noch einmal 4 Jahre Deutschland übernehmen, weil dann werden sie die Ziele der Globalisten von Klaus Schwab und Davos und den 1000 führenden Milliardenunternehmen durch das Weltwirtschaftsforum verkaufen. Sie wollen eine Welteinheitsregierung. Das schreiben die Grünen in ihrem Parteiprogramm ganz klar. Sie wollen einen EU-Superstaat, sie wollen eine Europa-Armee und sie wollen die Rechte der Deutschen und Deutschlands auflösen, Nationalstaaten auflösen. Und das will auch Angela Merkel und Armin Laschet. Er will diese Fortschreibung der Politik. Und es gibt über 500 bis 800.000 Zombie-Unternehmen. Das ist die Frucht der Globalisten, des großen Umbruchs und der Regierung von Angela Merkel. Und ihr Lieben, wir müssen als Christen aufwachen. Und darum mache ich diese Videos. Es gibt eine Irrlehre, die sagt, ja, Liebe ist immer sanft und lieb und nett, niemals aggressiv und kämpferisch. Jesus war aggressiv, der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich bin dafür in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und er ist aufgestanden gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Israel verkauft haben an die Römer. Er sagte, ihr seid nicht in das Reich der Himmel gekommen, ihr lebt in Lüge und Korruption und Unwahrheit und ihr verschließt das Himmelreich, dass auch das Volk Israel nicht hineinkommt. Liebe ist aggressiv, wenn Gift verbreitet wird. Wenn deine Kinder missbraucht werden durch schlechte Lehrer, durch schlechte Politik, dann musst du deine Kinder schützen. Dann ist Liebe aggressiv. Das Volk sucht Leiter, die integer sind, charaktervoll und die für Fakten und Wahrheit eintreten. Es gibt Wahrheit im Wort Gottes, die Bibel ist Wahrheit. Die 10 Gebote, die Gott durch Moses gegeben hat, sind Wahrheit. Die Bibel und Gottes Wort ist der Standard. Wenn wir Gottes Wort und Gottes Werten folgen, dann ist ein Volk und eine Nation gesegnet. Eine zweite Wahrheit sind Fakten, dass wir nie Übersterblichkeit hatten durch Corona seit dem März 2020. Dass Corona ein trojanisches Pferd der Globalisten ist für den großen Umbruch. Es sind Fakten, dass Deutschland, wo durchschnittlich pro Tag 2600 Menschen sterben, dass wir nie eine Übersterblichkeit hatten. Dass die PCR-Tests nicht eindeutig ein Coronavirus nachweisen können. Das sind Fakten. Und dass die ganzen Impfungen von mRNA, von BioNTech, Pfizer oder eben von Johnson & Johnson, dass diese Impfungen nicht hinreichend auf Nebenwirkungen geprüft sind. Das sind Fakten. Und dafür müssen wir unsere Stimme erheben. Und wir brauchen eine alternative Regierung, die Deutschland schützt, die unsere Kinder schützt, die den christlichen Glauben schützt und dass wir Freiheit haben für alle Gemeinden, das Evangelium zu predigen, des Reiches Gottes in den Gemeinden, Open Air, dass wir Lieder singen für Jesus Christus, den Retter der Menschheit. Also wir müssen, es gab übrigens eine Prophetie,
die 20er Jahre, 2020 bis 2029, sollen das Jahrzehnt des Unterschieds sein. Und wir wollen einen positiven Unterschied. Wir wollen die Werke der Finsternis zerstören und die Hölle unterbrechen. Und wir wollen die Gnadenzeit für Deutschland. Lasst uns den Druck erhöhen auf die Linken, weil die Gefahr ist nicht von rechts, das ist eine Lüge der Linken. Die Gefahr kommt von links, von den Globalisten, von einem George Soros, der offene Grenzen will, nach innen für Unmoral und antichristliche Werke und offene Grenzen nach außen, dass Deutschland vermischt wird mit allen Flüchtlingen und allen Völkern. Wir sind für Flüchtlinge, aber wir müssen die Not der Nationen in Afrika lösen und im Nahen Osten. Wir haben genug Arbeitslose und genug Arme und Schwache in Deutschland, um die wir uns kümmern müssen. Und wir wollen auch keine radikalen Kräfte durch eine wahnsinnige Flüchtlingspolitik der CDU, der SPD oder der Grünen. 1,5 Millionen Straftaten gab es seit 2015 von Immigranten in Deutschland. Das ist mittlerweile ein Sicherheitsproblem in unserem Land. Darüber schweigen die Medien, aber das kannst du auf dem Landeskriminalamt studieren. Das sind auch Fakten. Also Wahrheit zählt, Wahrheit und Fakten zählen. Und ich werde jetzt ein Update-Video geben, wie jetzt der ganze Betrug in Amerika, auch mit der WHO und auch aufgedeckt wird und wie die Big Tech, YouTube, Facebook unter Druck kommen für Meinungsfreiheit. Also es passieren gewaltige Dinge und das ist sehr, sehr positiv. Gib ein Like, verbreite dieses Video und abonniere doch meinen YouTube-Kanal, damit du keine Videos verpasst. Gott segne dich reichlich, abonniere diese Plattform, damit du aufgebaut und gestärkt wirst im Glauben und damit du mutig wirst, deinen Glauben und deine Stimme zu erheben und deine Berufung zu leben. Und damit unterstützt du auch unsere Fernseh- und Medienarbeit. Gottes reichen Segen, sei mutig und stark, Gott ist mit dir. Amen.